Hallo, ich bin's, dein Onkel Argeil und wir sind in einer neuen Folge 7 Days to Die mit den Grandparents. Mit dabei ist irgendwo im Haus die Tanja. Hallöchen. Die Anja. Servus. Der Edi. Hallo. Und heute sieht man mal den Graukopf. Guten Tag. Der sich sonst ja immer versteckt. So, wir haben in der letzten Folge etwas gemacht. Und wir werden auch in dieser Folge wieder etwas machen. Was, das wissen wir noch nicht, aber... Hoffentlich was Produktives. Ach, hört sich nach einem Plan an. Hört ja. Und ja, das war schon mal produktiv. Hört es sich nach Schreien an. Unsere Blaubeeren sind noch nicht fertig. Kartoffeln auch nicht. Da ist ja gar nichts fertig. Sagt mal, was ist denn das? Einmal mit Profis arbeiten, bitte. Haben wir denn jetzt überhaupt schon irgendeinen Ansatz, was wir bauen wollen? Nein. Wir haben ja noch nicht mal einen Ansatz, wo wir bauen. Stimmt. Oder warum wir bauen. Warum spielen wir eigentlich dieses Spiel? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Die andere Frage ist, warum kommt da ein Grüppeliger auf mich zu? Weil das kann. Und warum haut der mich? Hast du wieder die Halsarmee-Uniform an? Ja, hab ich. Nein, meine Schwesterntracht. Ah, ja, so. Die sexy Schwesterntracht wieder. Oh, ich muss doch nochmal hoch. Ich hab Scrap. Ich bin schon am Umbasteln für dich. Okay. Was? Oh, Edi, erschreckt mich doch nicht so. Eisenträger. Warum nicht? Ah. In der letzten Folge noch. Das hätte ich gefährlich. Doch so gut. Okay. Ja, denke ich mir. Aber nur über anderthalb Minuten. So. Okay. Ein Ding. So. And now I will a little bit of Holz. Bitte? Oh, ich glaube, ich werde gleich nippeln. Was? Achso. Warum? Nippeln, so sag du. Also dein Schweinkram mit den Zombies nicht. Möchte man dann doch nicht wissen. Lässt dir von einem Zombie nippeln, also bitte. Einen nippeln. Kommen da noch rein dazu oder war es das bei den Leidern? Ich denke, das war's, oder? Wie viele Reihen haben wir denn jetzt? Drei, ja. Drei? Ja, doch. Wollte für die erste Nacht wurde. It sounds like a good plan. Ja. So. Ich werde mal etwas Holz besorgen, damit ich ein paar Dingsbumsen... Schönes Nummernschild. Was? Nummernschild? Ja, ja. Da vorne. Stimmt, das siehst du. Warte mal, wo kommst du denn her? Kann man leider nicht lesen. Aber ich glaube, bei euch ist TÜV und ASU abgelaufen. Oh, könnte man manchmal meinen, ja. Ja. So. Bisschen aber nur. Oh. Der Vorteil am Alter, da darf man schon ein bisschen riechen. Okay. Dann keinen mehr. Okay. Jetzt ist er sprachlos. Ja, ich bin jetzt nur gerade etwas verwirrt, weil was hat der TÜV da abgelaufen und da so mit Riechen zu tun? Einmal bitte. Das, ja. bringt das Alter auch so mit sich. Achso, du meinst den Verwesungsgeruch? Ja. Nee, das Verwirrtsein. Achso, gut. Ich denke mal, dass das. Naja, könnte knapp werden, ne? Naja, also wir haben noch, glaube ich, noch fast einen Stack oben, also es müsste theoretisch gegebenenfalls und eventuell reichen. Wollt ihr machen? Aha, wollt ihr machen? Die letzten Spitzen noch aufwerten. Achso, ich dachte, die sind schon alle. Ja, die innere und die äußere Reihe schon, aber in der Mitte fehlt es noch ein bisschen. Achso, okay, dann habe ich das gerade übersehen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal irgendwas machen. Wollen wir das nicht alle? Ja, es kommt drauf an. Ist jetzt nur die Frage. Gut, mittig kann man das nicht setzen, weil ja hier das Auto steht. Tobi. Entschuldigung, das wird rausgenommen. Herr Graukopf, könnten Sie bitte Ihren Wagen wegfahren? Wenn du genug Pfeile hast, schieß doch drauf, bis er explodiert. Mit Pfeilen? Pfeilen? Ja. Echt? Geht das? Bist du dir da sicher? Also, wenn ich drauf schieße, dann geht das. Wenn du drauf schießt, weiß ich nicht. Naja, ich habe die Pfeile mit Gummispitze.
Safety first. Ja, sonst tut man sich ja noch weh, den, wenn man ins Auge bekommt. Also das ist schon, ja. Hm. Da hast du ein Auto und es wird mit am... Ah, es brennt, juhu. Ich mach ein... Ich habe ein Dingsbums gemacht. Noch ein Dingsbums. Das wollte ich gar nicht. Screenshot halt. Achso, wenn er brennt, muss ich nochmal draufschießen. Weiter schießen, sonst brennt er so vor sich hin nur. Achso. Und am besten ganz nah hingehen, oder? Ganz nah dran. Genau, ganz nah dran. Einen aufgesetzten Schuss quasi. Könntest du mir das bitte mal zeigen? Oi! Boah, jetzt wow, aber. Mit drauf. Cool. Das ist aber ein ganz schönes Dingsbums, Loch quasi. Ja, könnte man noch ein bisschen Erde besorgen, vielleicht, um es zu stopfen. Ah, Quatsch. Das. Also. Naja, ich denke, wir beide anbieten. Sind die Ersten, die drin liegen. Ne? Ja, ja, natürlich. Mit gebrochenen Beinen und dann kommen wir wieder nicht mehr raus. Ja. Ah, okay, jetzt können wir hier natürlich nochmal Spitzen setzen, nicht wahr? Ja, ich habe zufälligerweise noch 14 Stück im Täschchen. Und ich habe 4. Die haben jetzt das aber. Das ist doch passend. Was macht ihr anderen eigentlich so? Ich bin am Steine sammeln. Ach so. Ich mach Holz. Ach so. Ich brauche noch ein paar Pfeile. Und ich spiele mit Zombies. Ach so, na dann. So, setzen wir hier noch eine zweite Reihe davor, ja. Jo. Also quasi die dritte. Genau. Ein bisschen Erde da zum Auffüllen. Soll ich mitbringen? 1, 2, 3, 4, ja, so. 3, 8 bis 5. 3, 8 bis 5, okay. Aber was mich immer wieder verwirrt ist, wenn man die Spikes setzt, dass man mit dem ersten Schlag erstmal das Ding aufwerten Richtig, muss. Das beziehungsweise ist reparieren. Das ist halt der Alpha 11, ne? Ja. Ja. War das ja nicht. Ja. Häschen in der Grube. Ja, so ein Schlief. So, Woodframes. Ich jetzt keine Facecam habe, ich habe nämlich gerade auch Hasenzähnchen gemacht. Achso, okay. Eigentlich schade, dass du keine. Was? Facecam hast, ja, genau. Ja. Machen wir jetzt mal so. Und dann können wir ja da unten sehen. Wer ist sexuell belästigt? Was? Oh, von wem? Von einer Wespe. Von einer Wespe. Kommt sie mit ihrem Stachel? Bring sie ja nicht mit. Hab ich eigentlich? Ja, hab ich. So, hm. Ein paar Bäumchen holen. Ein paar Bäumchen? Ja, so ein oder zwei also, halt jetzt. Dann setzen wir mal. Wo setzen wir denn am besten hin? Okay, naja, vielleicht hier. Oh nein! Machen wir ein oder zwei? Ich hab den Onkel gelünscht. Was? Ja, ein Polizist. Ach so. Was? Ups, Zacka. Na, nö, so, all. Jetzt. Huch. Ja, ja, genau. Zuerst her und dann hoch. Das haben wir gern. Ey. Das sind aber viele Zombies. Ja, das hat Kannst du alle behalten. An sich. Ja, genau. Deswegen, du darfst behalten. Wo bist du denn wieder? Ach, da oben. Okay. An der Grenze zum zerstörten Biom. Hat er wirklich Erde reinsetzen? Sollen wir da kein Gravel reinmachen? Ja, können wir auch. Die Gravel holen. Jawohl. Halt. Biom ist ja hier gleich um die Ecke. Das halt. Nicht du halt, sondern also. Ich halt. Weil ich wollte jetzt schon wieder... Unbestimmt, du weißt aber, dass die Pflanzen hier, dass es sein kann, dass die nicht mehr wachsen, ne? Was für Pflanzen? Ja, unser Feld hier mit Kaffeebohnen. Ist das schon wieder gleich dunkel? Ich weiß nicht, warum. Warum wächst das nicht mehr? Weil, doch der Server ein Problem hatte. Ach so, na toll, ne, dann... Stimmt, das hatten wir auf unserem Server auch, nachdem der unten war. Es wird nicht mehr wachsen, was... Das hast du gemacht. Da muss ich jetzt dann wahnsinnig weinen, glaube ich, wenn das nicht geht. Oder müssen wir halt mal schnell in einen Discounter fahren, ein bisschen was einkaufen. Ja, genau. Mist, können wir nicht. Ich habe ja gerade das Auto kaputt gemacht. Ja.
ja. Aber steht nicht noch eins irgendwo hier? Du, ich habe keine Ahnung. Jetzt stellt euch mal vor, wie das dann ist, wenn es irgendwann mal so die Motorräder gibt und dann ist die Rocker Gang auf den Minibikes unterwegs. Mäh, mäh, mäh. Mach schon mal Leitern, oder hast du schon welche? Ich bin gerade am machen. Okay, dann spare ich mir das. Lader. Lader. Mäh, mäh. Oi. Ah. Oh, als wäre nie was gewesen. War was? Cool. Ja. So, best genug ist es auch. So. Na klasse, ich bin infiziert. Na toll. Ach, nicht schon wieder. Ne, immer noch. Das ist ja, oder ach, immer so. Noch. Okay, das ist was anderes. Schon wieder. Lügenmaus. Gut. Dann können wir ja hier unten eigentlich dann dicht machen, oder? Oder ja, wie machen wir das am besten? Ja, soll ich da dann auch noch Spitzen setzen, würde ich sagen, weil 10 habe ich auf jeden Fall noch. Keine Antibiotika? Nee, ne? Nee, leider nicht. Und ich kann noch welche machen. Ups. Hatten wir nicht letztes Mal einen Beaker gefunden? Du, ich weiß es nicht. War denn schon Potassium? Ich weiß auch nicht. Hab auch keine Ahnung. Okay, guck mal zusammen, haben wir alle keine Ahnung. Doch, Potassium, ich habe meine Freundin der Meinung, dass ich letztes Mal schon Munition gemacht habe. Was ist das, deine Freunde mit? Na super. Leute, ihr wisst schon, dass gleich Running Time ist, gell? Oh ja, passt schon. Ist ja der Running Gag. Ich hab schon wieder so Angst. Ach ja, das Höschen schon wieder voll, oder? Ja, ja, ich sitze auf einmal so weich. Weich und warm. Weich und warm. Aber nur kurze Zeit. Ah, ich hab mich überläuft dabei bei dem Gedanken, wie geht's? Was ein Hosenscheißer hier, ehrlich mal. Was? So, halt, nee, das brauchen wir hier. Sehr schön. So. Geh schon mal hoch. ja, natürlich. Da drüben laufen auch noch 1, 2, 3. 1, 2, 3, viele Zombies. Ja, ich sehe im rechten Augenwinkel eine Dame in Rot. Nee, das bin ich. So, jetzt habe ich erstmal keine Spitzen mehr. Na, soll ich dir noch ein paar basteln, oder? Brauchst du noch? Ja, nee, ich hab schon noch Holz. Ja. Gut. Brauch ja im Prinzip nur noch 2. Ach so. Warum 2? Na, weil dann ist alles zu rundrum. Ach so, nee, aber, nee, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6 dann, Stück? Damit wir nach vorne ja auch noch 3 reich machen. Ja, okay. Ich muss sagen, weg. Besser mal rein. Oh, hier kommt man gar nicht rein. Oh, ja. Jetzt muss ich, Moment, ich muss die Frames erst wieder setzen. Komm, schnell. Danke. Bitte. 8.03 Uhr, die rennen ja früh. Ja, die sind... Ich hab gedacht, ich hab noch eine Viertelstunde. Nein. Nee. Kommt ihr hier hoch? Ich hab leider kein Militärtool dabei. Kommt mal bitte jemand runter zu mir. Ach, du bist auch noch unten, oder was? Nee, ich bin nicht draußen, ich bin drin. Ich mache hier nur gerade einen Frame rein, dass ja keiner mehr reinkommt. Achso. Aber ich hab nichts zum Upgraden. Ja, warte, ich hab... Bitte. Moment. Rauko ist schon da. Achso, okay. Dankeschön. Alles Rutsche. So, sehr schön. Wie haben wir das wieder gemacht? Sehr schön. Ein Traum. Warte mal. Unsere Spitzen sind auch schon kräftig am Arbeiten. Wir könnten das ja dann auch so machen, wie auf dem Server. Hm. Aber dazu brauchen wir halt dann etwas Metal. Oh ja, jetzt kommst du leider wieder nicht hoch. Soll ich anschieben? Ja, genau. Schieb! Ah, geht doch. Danke. Ja, bitte, gerne. Ja, super. Ah, ich komme auch hoch. Was ist Metal? Ich habe leider kein Scrap Metal mehr. Nee. Ich hab. Geworfen. Noch über den Stack. Metal. Oh, Metalhead. Wir müssten nur Tag 7 sollten wir eine Etage tiefer ziehen, ja? Ja, besser ist das. Meinst du ja? Naja, oder wir kämpfen halt gegen die Sumseln. Ach so. Dann zieh ich mein Imker-Outfit an und dann ist das alles kein Problem. Komm da her, ja. Ich imkere euch. Bilder des Grauens. Dann siehst du so Sumseln wegfliegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Wenn ich die mal einnebel.
Ja, genau. Tu die mal einheben. Hm. So. Ach so, ja, und was ja die Anja gerade vorhin angebracht hatte, oder war es die Anja? Ja, ich glaube schon. Absicherung wegen den Spiders, sollen wir uns ja auch noch irgendwie was... Einmal so rundrum, ne? Mhm. Und was machen wir da? Nehmen wir da Frames, oder? Woodframes. Ja, ich würde Woodframe Rams nehmen, die verbrauchen ein bisschen weniger und erfüllen denselben Zweck. Jawohl. Also ein paar könnte ich schon mal machen. Ja, ich habe auch ein bisschen Holz noch mit hier in die Kiste gelegt. Ja, ich... der Tanja da gerade steht. Quatsch. Ja, ich habe da gerade auch etwas reingepackt. Da sind sie doch. Ich tu gerade meine Holz umwandeln, ne? ich wandle gerade mein Holz um und dann werde ich auch ein paar Frames... basteln. So. Da haben wir irgendwo ein Campfeuer, das frei ist. Ja, hier der Topf raus. Habt ihr nichts mehr zu trinken? Habt ihr jetzt eigentlich alle schon Schusswaffen? Nö. Pistole habe ich. Ach so. Eine Pistole, ja. Nein, Armbrust. Armbrust, genau. Haben wir Kohle irgendwo im Buschen? Habe ich Kohle gesehen eben. Da, wo das Potassium drin ist. Braucht jemand noch Scrap? Zum Aufwerten oder so? Also, ich habe etwas über den Stack einstecken. Okay. Ja gut, für die Dinge unten müsste es reichen. Gut, das Einzige, was wir auch noch aufwerten können, ist unten der Turm mit den Leitern dran, wo wir hochgehen. Ja. Ah, oh, wir werden alle hochgehen. So, also ein paar Ramps habe ich jetzt mal gemacht. Sehr schön. Ein bisschen Holz will ich noch in der Tasche behalten zum Aufwerten. Also 17 hätte ich jetzt mal. Mhm, gut, dann habe ich noch 80 Holz. Mache ich jetzt einmal. Wo haben wir denn? Wood-Ramp-Rahme. So, sehr schön. Reicht eine? Für einen Block, ja. Okay, gut. Reicht eins. Ja, du musst sie immer nur dahin machen, wo der Spider gerade hoch will. Also. Reicht dir eine. Ah, okay. Ja, dann müssen wir aber immer schnell sein mit dem Abbauen. Ich mache jetzt auch nochmal. Einen. Einen? Ja, einen halben. Sind wir dann bei zwei? Was? So, ich mache jetzt 42, Leute. Oi. So alt bist du schon. Da habt ihr, ich bin älter. Genau. Ich hab dann keine Kerzen auf meinem Geburtstagskuchen, sondern Woodram Frames. Den Kuchen will ich sehen. Ich auch. Der dürfte auf jeden Fall satt machen. Ja, das glaube ich auch. So, ist das jetzt schon komplett dicht, oder? Ja, anscheinend. Achso, okay. So. Oh, Hussa! 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 Erster Mexikaner, wieder. Ja, genau. So, soll ich es wagen oder eher nicht? Oh, eher nicht. So, ja, das befürchte ich auch. Ihr nicht. Weiß ja auch nicht. Also so theoretisch und gegebenenfalls. Because I think I will fall in our Dinger. Spitzen. Ja. Oh, ich hab Angst. Ja. Was macht ihr denn gerade? Das ist eine gute Frage. So. Nee, Hier brauchen wir doch gar keine. Nee, da vorne brauchst du keine. Ja, ich war gerade. Es war gerade so schön, dass ich da ansetzen konnte. Ach so. Ich bin wieder geheilt. Juhu, Frohlocket, erst geheilt. Okay, müsste passen. Dann müsste der daher. Nee. Daher? Nee. Daher.
Ah, okay. Da haben wir dann wieder das Problem. Ja, aber das schafft man doch, wenn man das da jetzt noch zwei dran macht, dann kommt man doch da drüber. Machen wir es halt einfach ja. So. So. Oder so, genau. Genau. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wie das. Das sieht man immer so schlecht. Ja. So rum? Nee. Also ich weiß nur, ich traue mich nicht so weit über die Brüstung zu lehnen. Ich lieg hundertprozentig unten. Was er nicht kann, macht sie nicht wild. Was? Ja, ja, ja. Ah, wieder einmal zu viel gedreht. Ah, so, glaube ich, passt's. Antibiotika. Ey, ist jetzt das hier oder ist das? Nee, hier, oder? Ja. Denn da. Soll ich immer die ganzen Kleidungsstücke zu Stoff verarbeiten, die hier drin sind? Das kannst du natürlich machen. Ja, wenn sie noch doch keine auch. Ja, brauche ich noch alle, was? Ne? Ach, jetzt habe ich das Leder umgepackt, aber das Leder braucht nur zum Verbrennen, wa? Leder? Nee. Doch. So, jetzt muss man. Deswegen hatten wir das Leder hier in der Truhe ist das so? Hier nee. Drin. Damit das als Brennmaterial genutzt wird. Ah, so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Puh. Ja. So, Moment. Also Edi, wenn du irgendwas zum Verfeuern brauchst, nimm mal ruhig das Leder, was hier in der Truhe drin ist. Ey, warte, dann tue ich die. Halt, gib die Kohle her. Kohle hier raus. Ja, ja, das sind die Bankräuber in der Zombie-Apokalypse. Oh, ist Kohle her. Oh Gott, warte mal. Ah, so rum. So. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, ne? Wollen wir den ganzen Block hier lassen oder wollen wir den noch mit diesen Outer Frames? Ach, kannst du den ganzen Block lassen? Ich wollte nur fragen, bevor ich aufwerte. Nee, soll ja, braucht ja keinen Schönheitspreis bekommen. Da hast du wohl wahr. Ich hab ja hier sowieso noch welche. Also ich hab, wie gesagt, ja auch noch meine 17, ne? 17 Jahre. Nur mal gespannt. Blondes Haar. Na, Edi, du hast gar nichts auf dem Kopf. Reichen. Ich? Du hast ja gar nichts an. Nee, ich brauche. Du hast nur Rüstung an, du hast keine Hose, kein Hemd, kein gar nichts. Noxch! Ah. Ich hab Angst, ich hab Angst, ja, ich hab. Glaub ich dir. Angst. Wie macht man den Lederstreifen? Jetzt muss ich. Na, einmal. Einfach ein Leder in die Mitte. Genau. So rum, glaube ich. Also mir wird schon schlecht, wenn ich dir nur zugucke, ehrlich. Mir auch. Mir auch, glaub's mir. In was für ein Höschen? In mein Scrap Iron Höschen. Oh, dann pass auf. Das rostet dann bestimmt. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, pass auf, dass es nicht zu rosten beginnt. Quietsch, quietsch, quietsch. Boah, Schnucki. Musst du dann mit einem Ölkännchen hinterherlaufen? Ja. Oh nein. Das ist das Kopfkino? Ja. So, meine Frames, Rams, okay. Rims sind aus. Ich schmeiß meine raus. Jawohl. Gut. Eine Jacke haben wir noch keine. Dankeschön. Nee, haben wir nicht. Hab ich, danke. Dankeschön. Hab ich auch noch nicht an. Ja, Leute, ihr werdet's nicht für möglich halten. Aber? Nee, wir machen extra länger heute. Achso. Die Folge ist vorbei. Mit meinem Holz. Auch schon wieder. Hab keins mehr. Never ending this story. Wir sind auf 23 Minutes. Fast schon 24. So. Ja gut, Leute. Ich bin hier zu doof, um hochzukommen hier. Ah, wenn es euch gefallen haben sollte, möchte, würde, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Aber ihr wisst ja, ihr könnt die Folgen auch aus der Sicht von Anja sehen. Die habe ich unten in den Kommentaren verlinkt. Also nicht die Anja selber, sondern den Channel. Genau, da gibt es als Special die volle Hose zu betrachten. Genau. Gut. Ja, dann mal vielen Dank fürs Zusehen. Danke. Danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Okay. Genau.
Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.